Ja, hallo. Hallo, schönen guten Abend, Herr Bagatos. Ja, richtig. Hier ist die Frau Leistner von Dinner for Dogs. Ich Wovon rufe Sie bitte? an von Dinner for Dogs. Es geht um die gesunde Hundenahrung. Was Haben Sie ist einen Hund? mit Döner? Nicht Döner, Dinner for Dogs. Haben Sie einen Hund? Ja. Was ist das denn für eine Rasse? Pitbull. Ein Pitbull. Bekommt er denn von Ihnen Feuchtnahrung, Trockennahrung oder sogar beides? Der kriegt eine ausgewogene Mischung von beides. Okay, super. Das ist Kommt. wunderbar. Rufen Sie Ja, von genau. Tierarzt an, wo wir gewesen sind? Nein, ich rufe nicht vom Tierarzt an. Wir stellen sehr hochwertige Feucht- und Trockennahrung her. Und Sie sind der Dimitris? Sie hatten Interesse im Internet an der gesunden Hundenahrung. Was wiegt denn Ihr Hund momentan in etwa? Oh, ich muss mal meinen Versuch. Rakesh, was wiegt Hitler? Wie heißt der Hitler? Ja, der heißt Hitler, weil der hat Okay. Charakter von Hitler bekommen. Okay. 15 Kilo meint er, das ist große Pitbull. Okay. Okay. Gut. Ja, hört man nicht jeden Tag, ne, Herr Bagato? Was, ein Pitbull? Nein, den Namen. Welcher Name? Von Ihrem Hund. Welcher Name? Hitler. Jetzt Ich haben kann Sie ja nicht. endlich gesagt. Ja, Ich ist kann natürlich schwierig, auch. wenn Sie mal bei Amt gehen und wollen so Marke Ja. haben oder. Ich hatte mal Andere. auch von meinem Bruder, der hat gedacht, ist geile Geschenk. Sie kennen doch diese Halter K9 hier, wo man kann oder Geschirr, wo man kann Leine dran machen. Der hat mit Name bedruckt, haben die mir weggenommen. Echt? Okay. Was geben Sie jetzt im Monat für den Hund ungefähr aus an der Nahrung? Oh, 200. Okay, so hoch, okay. Frisst das so viel oder einfach, weil Sie gerne viel kaufen? Ich kaufe generell gerne viel. Also für Hund gebe ich Okay. so 200, für Frau 800, für mich Okay, selber gut. auch. Weil ich möchte gut leben und weißt du, Hund ist wie Familienmitglied, Familienmitglied, der muss gut genau. haben. Da gehen wir immer so gute Sachen holen. Haben Sie auch noch Kinder oder nur den Hund? Und ich habe auch Kinder, aber Hauptsache Okay. Hund und Frau. Okay, gut. Herr Bagatov, wir stellen eine hochwertige Feucht- und Trockennahrung hier auf Naturbasis. Das heißt Ja. ohne künstliche Geschmacksverstärker, Zucker, Farbstoffe. Ein reines Richtig. Naturprodukt. Fleischanteil bis zu 80%. Nur 80, ich habe 100. 80. Sind Sie sich da sicher? Und ja, natürlich, ich gehe zum Metzger und hole mir 20 Kilo Okay. Fleisch. Ja, wenn Sie Frischfleisch kaufen, ist das sicherlich okay. Aber ich meine, wenn Sie so eine Trockennahrung füttern, wie hoch ist da der Fleischanteil? Oh, das ist, Haben Sie das da kann noch ich nicht. aufgetütet? Also, wir nehmen das Fleisch bei Tüte, das wird kochen und dann machen wir Reis und Nudeln, Gemüse dazu. Und Trockennahrung? Kriegt er auch Trockennahrung einfach so zum Knabbern? Ja, klar, lecker Das, leer. okay, cool, genau. Weiß ich, hätten Sie Interesse, unsere Nahrung vielleicht einmalig kennenzulernen für den Hitler? Und dann können Sie jederzeit gerne nachbestellen, wäre es jetzt nur einmal. Wir hätten. Haben Sie gerade gesagt, für Herr Hitler? Na klar, ganz förmlich sind wir heute. Ja, das ist ja, mögen Sie Hitler? Was heißt mögen? Erwartet mal da, Das ne? ist jetzt Fangfrage. Ich könnte meine Hunde meinen oder ich könnte jemand anderes meinen. Aber Sie können die Frage offen beantworten. Nee, habt ihr jetzt kein Problem mit. Mit meinem Hund oder mit Hitler? Mit dem Namen Ihrem Hund und auch mit dem Herrn H. Ah, alles klar. Mögen Sie auch, mit dem Adolf. Mit dem Adolf. sehr, mögen Sie auch Herr P? Wer ist Herr P. Putin? Putin, genau. Ich bin jetzt nicht politisch nicht so konform, sage ich jetzt mal. Ist nicht. Passiert halt draußen in der Welt Was heißt nicht und konform? Sind Sie nicht Mainstream oder Sie nicht mit beschäftigen? ich beschäftige mich eigentlich nicht so damit. Wenn es Alles mal zur Rede, klar. zur Sprache kommt, dann vielleicht, aber jetzt so muss ich mich jetzt nicht jeden Tag damit beschäftigen. Aber wenn das jemand gerne tut, wenn sie das gerne, ist alles gut, verstehe ich, habe ich kein Problem mit. Klar. Wie kommt es, dass Sie bei den Uhrzeiten noch arbeiten müssen? Da alle Menschen schon zu Ja, Hause. Ich dachte schon, wer ruft ja. mich denn jetzt an? Nee, bis 20 Uhr muss ich leider noch, Herr Bagatov, dann habe ich es aber auch geschafft. Was ist das denn für unmenschlich? Nee, ist alles gut. Alles Oh, gut. Man muss was ja auch mu ein bisschen Geld verdienen. Man will ja auch ein gutes Leben haben. Wie Ja, Sie aber das auch haben. gern um den Zeit den Leuten noch am Telefon, weil ich habe eigentlich nur Anruf und Mamuschka erwartet, sonst wäre ich auch nicht dran Okay. gegangen. Nein, ich bin nicht Ihre Mama. Tut mir leid. Na, no, aber immerhin kennen Sie das Wort. Das ist sehr gut. Sprechen Sie Russisch? Können wir auf Russisch weitermachen? Nee, ich kann leider kein Russisch. Nein. Tut mir leid. Oh, blöd. Sehr schade. Was sprechen Sie für Ja. Sprachen? Ich sag mal, wenn es drauf ankommt, kann ich mich vielleicht mit Englisch so ein bisschen durchquetschen, ansonsten bleibt nur Deutsch. Oh, blöd. Ich habe einen indischen Kumpel, der kann nur Englisch Okay. reden. Der hat auch einen Okay. Hund. Wollen Sie mit dem reden?
Nee, nö. Der Unterhalte Hund, mich lieber mit ihnen. sein Hund heißt Stalin und wir lassen den immer kämpfen. Okay, gut. Ist auch ein Pitbull oder was anderes? Oh ne, das ist so, so kleine Fußkuppe. Okay, Chihuahua oder was? Und keine Ahnung, was, reinrassige Mischung. Okay, gut. Warten Sie mal. Klappergast, Rakesh, oder? get here. This woman has food for the dog. Get here. Yes, hello, this is Cylinder. Hab Sie nicht verstanden. Hello? Hallo. Yes, hello, this is Rakesh, who am I talking to? Ja, ich kann nicht so gut Englisch, habe ich gerade zu Ihrem Freund schon gesagt. Excuse me? I can't speak English so good. Alright. Why the fuck do you give me the telephone? Dobre, ich dachte, Sie können. Ja, aber nur so, wenn es unbedingt sein muss. Ja, das Ansonsten muss wird es nicht. sein. Eine Stalin muss nicht braucht sein. Futter, damit der Kampf Ja, gerecht wird. möchte erstmal Hitler gut versorgen. Sie das, darf ich Sie zitieren? Ja, Hallo? ja, ich bin der Pan, Herr Bagadov. Dinner for Dogs. Wir möchten Hitler Genau. gut versorgen. Darf ich das Genau, so sagen? mit guter deutscher Kost. Genau. Leon, ist das auch alles made in Deutsches Reich, was Sie Genau, ist verkaufen? wirklich, ist hochwertiges Fleisch wirklich nur aus Deutschland, hochwertig. Einfach mal so ausprobieren, würde ich Ihnen Hitler gerne mal trockene Nahrung anbieten, wirklich einmal zum Kennenlernen. Unsere Gourmetbox für 47,70, da kommt er gut 2 Monate mit hin. Wenn Sie jetzt nicht auf den Preis achten, ist es Ihnen wahrscheinlich egal. Aber Werden Sie jetzt nicht von den Kollegen geschlagen, wenn Sie davon von Hitler reden? nein, ich habe hier 2 Kollegen, die finden das ganz lustig. Ja, darf ich mal mit denen reden? Ja, gerne, einen Gib mir. Moment. Ah nee, der kann nicht, der sitzt an einem anderen Apparat, da muss er immer aktiv sein. Na, dann gib mir Aber den anderen, der über mich lacht. der ist gerade nicht da. Die haben nicht über sie gelacht. Ich hab das doch gehört. Der Das wollte jetzt muss. mit dir reden, aber du Ja. kannst ja gerade nicht. Doch, der kann. Der Kunde Nee, er möchte kann das. wirklich nicht. Der andere. Warten Sie mal ganz kurz, der andere Martin. Der will jetzt mal mit dir reden. Ja, weiß ich nicht. Einen Moment bitte, hier. Ja, sicherlich. Hallo, Herr Bagatov, Dinner for Dogs, Martin Hertel hier, was ist denn los? Ja, hallo, ich habe gehört, Sie mögen den Namen von meinem Hund. Ja, super, na klar. Ich hatte auch schon mal einen Kollegen dran, der hat einen Schäferhund gehabt, einen deutschen Schäferhund, der hieß Adi. Da, das ist ja aber nicht das Original, weißt du, ich habe den Eier, ich gehe durch die Straße und rufe, sag Hitler, komm her, und dann die Leute alle gucken. Ja. Und Sie rufen auch bestimmt nicht bei Fuß, sondern Sie geil, oder? Oh, da musst du ja sehr aufpassen bei Öffentlichkeit, das ist ja Ja, verboten. das stimmt, Aber das ist wenn du grenzwertig. das sagst, ich werde das jetzt nicht wiederholen. Man weiß ja nie, ob das jemand mithört oder Ja, aufzeichnet, dann bellt er. das stimmt, aber ich finde das einen guten Gag auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, da muss man erst mal sich trauen. Weißt du, wenn ein Deutscher macht, die werden den Tod schlagen. Absolut, nee, deswegen finde ich eine gute Idee. Ja, und. Von der Nahrung her konnte die Kollegin da überzeugen. Und ja, so mein Barf ist immer noch besser. Ja, vom Barfen können wir sie natürlich schwer wegbringen, wollen wir sie auch gar nicht von abbringen, aber bei uns die Feuchtnahrung, die ist auf dem Barfniveau. Viele, die nutzen das wirklich so als Urlaubsvariante oder wenn es mal schnell gehen muss, ne? Also ich möchte Ihnen das Barfen nicht abspenstig machen, aber es ist ja schön, wenn man einen Plan B in der Hinterhand hat, oder? Und ja, Plan B ist, wenn Hitler nichts zu essen kriegt, dann geht er und erlegt eine Katze. Na Der gut, wird die Katzen, die packen einmarschieren. wir nicht in die Dose. Für die Katzen haben wir extra was. Aber trotzdem, ich sag mal so, es lohnt sich schon, das Ganze wirklich mal kennenzulernen. Was wir mal machen können, Herr Bagratow, Ich dass dachte, man wir wirklich. wollten uns freundlich unterhalten. Jetzt willst du mir zwanghaft dein Futter andrehen. Ja, das ist mein Job, darum bin ich hier. Dafür werde ich bezahlt. Ja, doch, wenn du dich über meinen Hund lustig machst, können wir doch auch ein bisschen normal reden. Ja, natürlich, aber jetzt hier, um groß Shishi, haha, Gespräche zu führen, dafür wäre ich ja nicht bezahlt. Ja, komm, Ich kriege. du hast doch gleich Feierabend. Du kriegst jetzt sowieso keinen Abschluss mehr. Da können wir doch ein bisschen Aber Spaß hallo, haben. aber hallo. Der Zettel ist noch nicht ganz voll, da ist noch genau Platz für einen und den hole ich mir heute noch. Meinst du das? Aber sicher, natürlich. Da, du bist aber sehr zuversichtlich. Wenn ihr Deutschen damals so zuversichtlich gewesen wärt, hättet ihr gewonnen. Keine Ahnung, geht mich nichts an. Also das war eine andere Zeit, damit habe ich wenig zu tun. Na doch, du magst doch auch Hitler, hast du gesagt. Ich glaube, ihr seid so ein kleiner Verein bei euch da. Ihr mögt alle Nee, Hitler. ich finde den Namen lustig, ich finde es kreativ. Also das ist selten, dass man. Es gibt viele Hundenamen, die tauchen ständig auf, aber Hitler ist eher einer von der seltenen Sorte. Ja, welchen Namen hörst du sehr oft? Weil du fragst ja immer Ja. die Kunde, wie heißt der Hund und was ist häufigst der Name für dumme Hunde? Dumme Hundename, Luna und Balu. Luna und Balu. Das ist auf jeden Fall Platz 1 und 2. Ja, Balu hätte ich gedacht, aber nicht Luna. Das ist ja Ja. eigentlich ein schöner Name, aber nee. Also Hündinnen Luna und Rüden Balu, das sind die,
die, ich würde sagen, das sind die meistgenannten Hundennamen auf jeden Fall. Ja, und was noch so? Boah, was gibt's noch? So ganz häufigen. Wie? Kira, genau, Hast du Kira mich ist auch auf so ein Ding. Lautsprecher, dass die mir andere mich hören? Nein, nein. Ja, Ich habe Headset auf. woher weiß die dann, was ich gefragt habe? Weil sie neben mir steht und ihr merkt, was ich sage. Und wenn man da ein bisschen über den Tellerrand hinausdenkt, kann man ja kombinieren, was der andere gegenüber gesagt hat. Blöd, ihr könnt über Tellerrand denken und dann arbeitet ihr bei Callcenter, dann hast du aber falsche Job genommen. Nein, ist ja alles. Die Frage ist ja immer, was kommt am Ende bei raus, ne? Und wenn der Lohnzettel am Ende streichelt, dann denke ich, ist das alles okay. Also ich habe schon Verdammt. mal gelesen, dass bei euch schon mal ein fetter Anklage rausgekommen ist, weil ihr immer Leute ohne Erlaubnis anruft. Da habt ihr mal eine fette Strafe bekommen, steht bei Internet. Ja, das steht im Internet auch. Man sollte nicht alles glauben, was im Internet steht. Das ist nämlich ein Was Trugschluss. Das ist so nicht wahr. ist nicht richtig, wie ist denn Nein, gewesen? das ist gar nicht richtig. Wir rufen nur Leute an, die wirklich Interesse gezeigt haben, bekundet haben oder irgendwo einen Haken gesetzt haben. Aber seid ihr nicht verurteilt worden? Nein. Ist da falsche Das ist Gerichtsbeschluss? komplette, genau, das ist komplett, ja, das ist die Unwahrheit auf jeden Fall. Ist Und das ganze Urteil gefälscht, was ich hier lese? ich möchte nicht Da hat sich aber nicht jemand allzu viel weit. Mühe gegeben. Da hat sich jemand richtig viel Mühe gegeben, aber die Sache ist immer Das war wenig wissen. bestimmt den Wichser von Pedigree. Keine Ahnung, aber die wenig wissen, haben meistens viel zu erzählen und die viel wissen, die halten einfach ihren Mund. Na, das ist Blöd. immer so, Leute, die zufrieden sind, die bestellen einfach weiter und Unzufriedene, die machen halt ein Fass auf. Na, das Das ist ist immer, richtig. auf drei Unzufriedene kommt ein Zufriedener letztendlich, der seine Meinung kundtut, das ist Ja, halt so. du weißt ja, aber im Handel ist ja so, wenn der Kunde hat neutrale Erfahrung, der hält seine Schnauze. Wenn der Genau. hat gute Erfahrung, erzählt er zwei, drei Leuten. Wenn er scheiß Erfahrung hat, erzählt er allen. Genau das ist das, was ich meine. Genau. Das ist das, das ist das. Und weißt du, die Genau. wenigsten Leute wissen halt, das darfst du gar nicht einfach bei denen anrufen und denen ist es auch egal. Aber manche halt, die fühlen sich gestört und die werden dann auch mit ihrem Hitler kommen. Ja, genau. Blöd. Aber mal so am Rand, wenn du sagst, hier Callcenter, ein Callcenter sind wir nicht, ne? Wir sind direkt die Verkaufsabteilung, also wir sind Mitarbeiter bei der Firma. Nicht irgendwie hier Callcenter XY, aber wenn du nicht so viel davon hältst, was arbeitest du denn? Ja, ich bin Inkasso. Achso, okay, ja gut, ist ja. Ein bisschen was anderes. Wir Ja gut, rufen zwar aber. vorher auch mal an, aber der anruft, geht dann auch hin. Ihr seid auch meistens auch unerwünscht beim Anruf, ne? Ja, das ist ja aber egal, da sind den Leuten ja wirklich selber schuld dran. Ja, meistens ja. Das ist wohl Aber ach. wahr. Du sagst keine Callcenter, aber ihr habt Headset und Computer und ihr sitzt bei Telefon. Das ist so ziemlich Lexikon-Definition von Callcenter, blöd. Nein. Musst du mal, gib mal bei Google Callcenter ein, da wirst du Definition finden. Wie wollen wir es denn sonst machen? Ne? Und gibt es doch nicht im Handel. Ja, Unsere du kannst. Nahrung soll ich per Post die Leute Ja, ansprechen. aber du kannst doch nicht sagen, ist kein Callcenter, wenn Callcenter ist. Mein Hund heißt Hitler, weil Hitler ist. Nein. Ein Doch. Callcenter arbeitet als Subunternehmen für andere Unternehmen, um da irgendwelche Sachen, was weiß ich, für 1&1 oder was weiß ich, Ja. Sachen zu vertreiben. Dann nenn es Wir. Großraumbüro, das wäre das deutsche Wort für Callcenter. Das hört sich schon besser an. Das ist aber das gleiche, Nein, ist es nicht. Blöd. Ist es nicht. Sicherlich. Ist es nicht. Ah, oh, blöd. Vom Prinzip, wenn du sagst, du arbeitest bei Inkasso, würdest du ja auch in einem Callcenter sitzen, aber du sitzt nicht im Callcenter, du arbeitest für ein Inkasso-Unternehmen. Und ich habe ja auch kein fancy Headset mit geile Computer, ich mache von meinem Handy. Wie machst du das denn? Du klingelst an der Tür und sagst, hier bin ich, oder was? Da sag ich, hallo, ich habe vorhin angerufen. Hast du nicht geglaubt, dass ich da bin? Jetzt bin ich da. Okay. Daimin ja Rubel. Okay. Lange Rede, gar keinen Sinn. Lange Rede, Ich gebe gar dir. keinen Sinn. Eigentlich rufe ich an wegen deinen Außenständen. Wie wollen wir regeln? Genau, und dann wird das geklärt und dann gehst du ab zum nächsten. Richtig. Und Okay. wann hast du vor, deine Schulden zu bezahlen, Zucker? Ansonsten kommt Inkasso Moskau. Das hast du jetzt gesagt. Du weißt genau, bei Okay. wem hast du Schulden. Willst du bezahlen oder nicht? Ja. Ich gebe dir nochmal die Kollegin. Ich denke, wenn du dir von uns mal eine Probe zukommen lässt, dann passt das auch. Ich muss auch mal weitermachen. Vielleicht hören wir uns in ein paar Wochen nochmal. Soll ich dir eine Kostprobe von meiner Arbeit bringen? Wie lange brauchst du dafür? Wenn du das in 30 Sekunden zusammenfassen kannst, dann schieß mal los. Nein, bringen. Was will ich das am Telefon machen? Das hinterlässt keinen bleibenden Eindruck. Was willst du mir da bringen? Also, meine Rechnungen sind bezahlt. Also ich glaube, wir sehen uns heute Morgen nicht. Meinst du das? Ja, da bin ich ganz fest davon Das ist überzeugt. genau der Grund, warum ich mich im Internet eingetragen habe. Ich habe 13 Monate nach dir gesucht. Okay. Aber da habe ich ja vielleicht Glück und kann mal den Hitler kennenlernen, da bin ich schon ganz gespannt drauf. Bist du das?
Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Hast du sag so. Mir, sag mir Bescheid, wenn die Eva Braun dazukommt. Und für heute wünsche ich erstmal einen schönen Abend. Hast okay? du so einen lederne Eierschutz, weil den wirst du brauchen, wenn Hitler kommt. Der beißt gerne bei den Kronjuwelen. Ja, genau. Das werden wir mal sehen, wer da wen beißt. Ja, willst du meinen Hund beißen, Zucker? Wir werden sehen, wer da wen beißt. In diesem Sinne. Oder, willst du, Abend, oder ja. willst du an mein Ohrläppchen knabbern? Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Du bist ein ganz geiler Typ und vielleicht bis die Tage, okay? Ja, möchtest du jemanden grüßen? Ich gebe dir nochmal die Kollegin. Ja, möchtest du wen grüßen? Hallo. Blöd, was ist denn sein Problem? Möchtest du jemanden grüßen? Er wollte nicht. Wen soll ich denn grüßen? Ich grüße dich da mal, deine Frau, dein Hund, alles gut. Wen willst du grüßen? Deine Frau, dein Hund, dich. Wie heißt deine mein Freundin? Hund? Hitler. Kannst du meinen Abonnenten grüßen? Darf ich dir schnell Namen vorlesen? Da kannst du dir einmal grüßen. Ja. Also ganz ja. wichtig wäre, dass du einmal Bertha Melle grüßt. Kannst du einmal Hallo Bertha Melle sagen? Hallo Bertha Melle. Und Grade Jung. Grade Jung. Gabriela Scholl. Gabriela Scholl. Muss schnell gehen, ich hab gleich Feierabend. Und fucking Moonlight 666. Okay, Moonlight 666. Super. Und Franz Kemmer kannst du auch noch grüßen. Franz Kemmer. Oh, super. Vielen Dank. Die werden dich lieben. Die werden dich lieben. Weißt du, meine Abonnenten sind mir sehr wichtig. Ja. Herr Bagatov, darf der Hitler jetzt von unserer Nahrung mal was probieren? Ja oder nein? Nein, Hitler jagt sein Futter selber. Genau wie ich meine Anrufe selber jage. Alles klar. Gut, dann schönen Abend noch. Gleichfalls, danke.